Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich wurde gefragt, wie das mit den Durchflussmengen zustande kommt. Ich habe hier ein Video für euch drin, und zwar die Gerätekunde, also Löschgeräte. Da bin ich auf die Durchflussmengen eingegangen. Und ich will euch mal kurz erklären, wie wir die Durchflussmengen bei uns ermitteln oder woher wir die kennen. Wir haben eine Liste, das hängt bei uns auch ganz normal an der Pumpe, an der TS. Haben wir eine Drucktabelle, wo wir ganz genau sehen, bei welchem Mundstückdurchmesser und bei welchem Druck wir welche Durchflussmengen haben. Es weicht ja ab, wenn ich einmal die Mundstücke mal abmache und mal gucke, das sind C-Mehrzweckstrahlrohr zum Beispiel. Da seht ihr, mit Mundstück habe ich so eine Öffnung, das müssten sein, kann ich auch gleich nachgucken, 9 mm im Gegensatz zu ohne Mundstück 12 mm. Seht ihr den Unterschied? Denke ich mal. Gut verschrauben. Das soll kein Geschoss sein. So. Bei dem B-Mehrzweckstrahlrohr ist es mit Mundstück 16 mm und ohne 22. Das sieht man schon deutlich, denke ich, ne? Okay. Mundstück wieder drauf. Wichtig ist auch, wenn ihr ohne Mundstück arbeitet, nicht ein Mundstück in den Rasen legen. Ist weg. Am besten Jackentasche und dann kommt es auch nicht weg. Okay? So, diese Drucktabelle habe ich von mir auf der Webseite feuerwehrwilli.de, ist sie zum Download, das ist kein Geheimnis. Und ich habe das einfoliert, das ist hier in Folie, mit so einer kleinen Öse. Ich zeige das gleich nochmal. Und dann hänge ich das direkt an der TS dran und wir können da Tests fahren. Ich hole euch jetzt mit der Kamera kurz her, dann gucken wir uns mal den Zettel an, okay? Super. So, schaut euch das mal an. Wir können jetzt hier wunderbar sehen, zum einen ein C-Mehrzweckstrahlrohr nach DIN 14365, hast du nicht gesehen, hat mit Mundstück einen Durchmesser von 9 mm. Ohne Mundstück 12. Beim B-Mehrzweckstrahlrohr, also BM, das ist in einem schönen dezenten Rosa, ich habe das ein bisschen farblich gekennzeichnet, seht ihr gleich warum. Mit Mundstück haben wir hier 16 und ohne Mundstück haben wir 22. Okay, das ist sozusagen die Wasserlieferungstabelle nach der DIN, steht oben auch drüber, 14200, ne? Okay, so, jetzt gucken wir uns nochmal die Drücke an. Tauchen wir ein, hier oben steht in der Spalte. Druck in Bar. 1 Bar runter bis 16 Bar. Okay, so viel brauchen wir nicht. Normale Pumpe, ja, Nennleistung ist ja meistens bei 10 Bar. PFB in 10.1000. Man weiß ja jeder in der Feuerwehr, denke ich, ne? 10 Bar, 1000 Liter pro Minute. Okay. Ihr seht, vielleicht könnt ihr das ja auch machen. Ich habe es jetzt farblich nicht markiert für euch. Das könnt ihr selber mit einem Textmarker machen. Zum Beispiel dieses Gelb. 9 mm habe ich markiert in der Tabelle, in der Spalte. Hier oben Durchmesser, 9 mm, zack. Und jetzt sieht man bei den verschiedenen Drücken, wie viel Druck ich habe. Zum Beispiel bei 4 Bar, meistens fährt man im Strahlrohr ja 4 Bar. Das heißt, ein C-Mehrzweckstrahlrohr, guck an, was ich sagte, ist auch ein bisschen fetter gedruckt, weil das ein häufig benutzter Wert ist, 105 Liter pro Minute. Wir haben im Video gesagt, im Lernvideo 100 und ohne Mundstück, das ist die grüne Spalte. Steht hier zwar nur 190, aber wir sagen grob 200. B-Mehrzweckstrahlrohr, einmal rechts daneben, in der anderen rosa Spalte, gucken wir nochmal bei 4 Bar, schwuppdiwuppdiwupp, 335 und 630, also 300 und 600 sagen wir, 100, 200, 300, 600. Super. Wofür kann man das noch nehmen? Diese Tabelle ist wunderbar geeignet, wenn wir jetzt natürlich auch mal Tests fahren, und zwar machen wir es gerne an der TS, wenn wir welche Löschbrunnen, keine Unterflöhe dran, Löschbrunnen testen wollen, die Durchflussmenge, machen wir einen B-Mehrzweckstrahlrohr drauf, schrauben das an den Ausgang, Mundstück runter, dann befinden wir uns in einer 22 mm Spalte, das ist die hier, und erhöhen den Druck auf 10 Bar, dann kommen wir rüber und schaffen genau die 1000 Liter pro Minute, da ist sie. Und dementsprechend, wenn wir mehr Druck drauf geben aufs Mehrzweckstrahlrohr oder so, beziehungsweise auf die TS,
sehen wir, was wir für Durchflussmengen noch schaffen können. Ne? Dann kann man auch genau mal interpretieren, alles klar, Freunde, so ungefähr genau sind meine Durchflussmengen. Ja, wie gesagt, diese Wasserlieferungstabelle ist auf feuerwehrwilli.de zum Download, feuerwehrwilli.de, und ihr könnt das dann ja auch so einspeisen. Ich habe hier so ein Bändchen, machen wir da rum. So, das hängen wir dann an eine TS. Muss ich auch gleich wieder anbauen. Und dann wisst ihr ganz genau, was ihr da auch macht. Ne? Oder druckt es euch aus, packt es euch in eine Brusttasche. Ja, das war's für heute. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich freue mich immer über Kommentare. Wie gesagt, das Video ist ja auch aus einem Kommentar zu einer Frage zu einem Video entstanden. Fand ich super. Dafür an den Kameraden noch einmal herzlichen Dank. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über Reaktionen von euch. Ich kann ja so nicht mit euch reden. Ich rede gerade zu einer wunderschönen schwarzen Plastikkamera. Abonniert mich, dann sehe ich, jawohl, ihr wollt mehr, bin ich dabei. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.